Die ist mir nämlich schon wieder abhanden gekommen hier. 25 Meter ist Emily. Ah, hier ist das Büro, okay. Okay. 24 Meter, sie ist hier durch, okay. Sehr gut, ich habe sie gefunden. Gott sei Dank. Oh, und Gesundheitselixier und Elixier-Lieferschein. Hier ist das Elixier für diese Woche. Möge es Ihren Damen wohl bekommen. Doch der Boss sagt, dass wir diesmal Geld als Bezahlung wollen. Kein Handel mehr. Okay, ich habe ein Elixier gefunden. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Öffne die VIP-Tür der Golden Cat. Dieses Haus liegt am Fluss. Warte, was? Halt. Du wolltest noch was sagen? Gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg, keine Sorge. Hallo? Ich wurde wieder wegteleportiert. So, kehre zu Samuel zurück. Das machen wir. Raus aus dem Irrenhaus. Oder was heißt Irrenhaus? Es war einfach nur ein Puff. Es war kein Badehaus, es war echt ein Puff. Was anderes war das nicht. Aber ich bin froh, dass das jetzt auch noch geklappt hat. Also wenn ich wirklich die Geduld beibehalte und langsam und überlegt davor gehe, dann funktioniert das wesentlich besser. Was? 15 Meter, da vorne liegt gleich eins. Wer bist du hier? Ach, die Lumpengräfin. Hi, hi. So, noch ein Artefakt. Starke Arme. Gucken wir doch mal an hier. Du kannst andere Personen schneller erwürgen. Sehr schön. Nehme ich doch gleich mit. So, hier gibt es noch ein bisschen Mana. So, Kupferdraht. Was haben wir hier noch? Der Outsider. Auch hier werde ich wieder alles durchblättern. Oder nach unten scrollen, besser gesagt. So. Ich freue mich, dass das eigentlich so gut gelaufen ist. Ach, das ist ein Weiner. Knochenartefakt 63 Meter. Oh, hey, hey. Zombies. Hey, was ist das, die Kotzattacke oder was? Boah. Widerlich, das zieht ja richtig viel Leben ab. Eklig. Hat die Alte noch was zu essen? Oh, hier liegt noch mehr. Essen. Kugeln, okay, kann ich nicht. Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass... Alles im Brief. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company in Cerkonos angenommen, muss das doch heißen, oder? Bald schon werden wir unsere erste Studie direkt südlich von Karnaka beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchteweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Karnaka auf mich. In Liebe, deine Allison. Ja, da wirst du leider ein bisschen länger warten müssen. So. Moment, ich war doch hier irgendwo, war doch hier noch so ein Knochenartefakt. 57 Meter. Mal gucken, ob wir es finden. Oder... Dunwall Whiskey? Oder ist es das da hinten gewesen? Ich weiß nicht, ich will mal kurz nach oben gucken.
kommt er nicht hoch hier. So. So. Jetzt nochmal ganz kurz gucken. 18 Meter. Ja, kacke. Moment, Leute, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Bin gleich wieder da. So, Freunde, ich bin wieder da. Sorry für die kleine Unterbrechung. Aber ich wurde mal wieder gestört. Ganz da hoch konnte er nicht. So, aber hier hoch. Verdammt, weiter hoch nicht. Okay, aber wir können ja hier rüberlaufen. Und dann will ich mal gucken, wo dieses Knochenartefakt ist. Das müsste ja eigentlich jetzt hier ganz in der Nähe sein, oder muss ich da wieder hier durch? 12 Meter? Oh, da oben ist was. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Sehr schön. So, hier gibt es auch noch einige. Springmine, Springmine, Kabelwerkzeug, Kupferdraht, noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Hier gibt es sogar noch was zu essen. Oh, hier gibt es noch mehr. Lass mich! Alter! Aber das ist noch ein Artefakt. Und noch ein Gesundheitselixier. Halleluja! Hab ich mich jetzt erschrocken. Man kann auch freundlicher zu seinen Gästen sein, ja? Gibt's ja nicht. Wie unfreundlich. So. Halt, das war falsch. Nee, das war auch falsch. Ich verdrück mich hier schon wieder, Mann. Gibt's denn das? So. Jetzt können wir gucken, dass wir zu Emily kommen. Ach, ich muss eh dahin, ne? Eh hier irgendwie rüber. Nein! Doch, okay. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hab's noch geschafft. So, jetzt wollte ich aber hier erstmal kurz gucken, noch ein Artefakte, weil eins können wir noch ausrüsten. Du kannst weiße Ratten länger beherrschen. Okay, gut. Aktivieren wir auch. Wir haben ja noch den Platz. Teleportieren ist ausgerüstet. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier wieder so zurückkommen. Zu Samuel und ich hoffe auch... Ah, ein Turm, ja. Ich hoffe auch, dass Emily das gut geschafft hat. Dorthin zu kommen. Wo genau guckst du hin mit deinem Türmchen da? So, runter da. Halt! Ich sehe! Waffen! Zu mir! Was zum... Ey, wo kommst du her, Mann? Ah! Kacke. Das war nicht so geplant. Komm schon, renn. Aufpassen! Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Ja, nicht zu weg hier. Verdammte Axt. Scheiße, Mann, den hatte ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe gedacht, da steht jetzt keiner mehr und voll wieder in den Soldaten reingerannt. Echt, das ist so typisch für mich.
Gegner eliminiert, 18 Zivilisten eliminiert, keine Alarme ausgelöst, ebenfalls keine Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 6 Stück. Allgemeiner Chaosfaktor hoch, keine Sonderaktion erreicht, Runen gefunden, 2 von 5 Knochenartefakte gefunden, 2 von 5 Outsider-Schreine gefunden, 0 von 0, Gemälde von Sokolov gefunden, keine, und Münzen gefunden, 557 von 4084. Okay. Gut. Bin froh, dass ich es geschafft habe. Also das ist am Schluss, das war wieder so unnötig. Das hätte wieder nicht sein müssen. Aber es ist typisch. Es ist einfach typisch, dass ich wieder richtig reinrennen muss in die Gegner. Ich empfange die immer so mit offenen Armen. Die haben ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pentons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergib mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Okay, gut. Finde Lord Pendleton. 40 Meter. Mal gucken. Ne, ich glaube, das wird zu weit sein, sonst hätte ich mich jetzt da hoch teleportiert. Nope. Schaffe ich nicht. Naja, gut. Dann müssen wir den normalsterblichen Weg nehmen. Und zwar außenrum laufen. Also ist er noch weiter oben. Na, macht nichts. Da komme ich auf jeden Fall so hoch. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder... Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay, gut. Jetzt müssen wir hier zu Havelock. Den sollen wir in der Bar treffen. Ich glaube, das war mal eine Tür. Sieht zumindest so aus. So. Ah, okay, jetzt sind wir hier hinten. Alles klar. Ich möchte jetzt hier aber erstmal zu Piero. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. So, wir haben 888 Münzen. Und ich denke, ich werde erstmal hier wieder auffrischen. Armbrustbolzen 8 von 10, das reicht noch. Betäubungsbolzen würde ich gerne wieder bis zum Anschlag mitnehmen. Springmine haben wir auch genug. Rune, ja, jetzt nicht unbedingt. Pierus Mana Elixier haben wir noch 6 Stück. Ich denke, das reicht erstmal. Granaten haben wir noch gar nicht eingesetzt. Müssen wir auch mal machen. Armbrustpräzision verringert die Abweichung und erhöht die Zielgenauigkeit. Fliegen schneller und weiter.
Schnelleres Nachladen ermöglicht automatisches Nachladen. Das finde ich eigentlich gar nicht immer so schlecht. Aber ich denke, ich nehme hier erstmal die Armbrustpräzision. So, Kugelkapazität, Bolzenkapazität, brauchen wir jetzt alles noch nicht. Artefaktkapazität kann man, denke ich, auch erstmal noch lassen. Ja, und dann würde ich sagen, kaufen wir uns doch nochmal so ein Mana-Elixier. Gut. Und dann sollen wir zu Havelock und Martin gehen. Und das machen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.